Ja, also erstmal muss ich sagen, fand ich eine sehr schöne Geste mit den Blumen zum Frauentag und ja, vielleicht werden es mal ein paar mehr Blumen irgendwann. Ein paar mehr Frauen. Okay, fangen wir an mit technischen Themen. Ja, IO Socket SSL ist ein Modul, was ich seit Ewigkeiten pflege. Ich dann, ja, bin Steffen Ulrich, mache seit 1997 ernsthaft Perl und ein paar Jahre länger schon weniger ernsthaft. Bin seit 2001 bei der Gionio GmbH, hier ein bisschen außerhalb von München beschäftigt, mache dort so Firewalls, Enterprise Relationship, nein, wie nennt sich das? Also sowas ähnliches wie SAP jedenfalls, bloß ein eigenes, mit relativ viel Perl drinne und ansonsten ja, in den letzten Jahren viel IT-Sicherheitsforschung, also Web 2.0, irgendwelche gezielten Angriffe, auch dieses schöne Hype-Thema künstliche Intelligenz haben wir auch alles gemacht. Ja, IO Socket SSL maintaine ich seit 2006, mehr oder weniger aus einer Notwendigkeit heraus, weil der originale Maintainer sich nicht mehr wirklich drum gekümmert hat und wir brauchten das einfach bei uns in dem Produkt mit ja, mehr Features, als es einfach hatte. Und im Laufe der Zeit sind da noch deutlich mehr Module dazu gekommen, aber irgendwie dreht sich alles so um die Gegend, irgendwelches Netzwerkzeugs, Mailzeugs oder sowas, SSL. Ja, wen wundert's? Wir brauchen Leute. Also wenn ihr irgendwie Bedarf habt, primär im Raum München oder im Raum Berlin, vielleicht auch in Köln, vielleicht auch in Stuttgart, muss man mal schauen. Fragt mich einfach. Ja, IO Socket SSL ist halt das Interface, also zu SSL, was eben aussieht wie die anderen IO Socket-Module. Es baut auf NetSSL auf, welches diese ganze Schnittstelle zu OpenSSL bereitstellt und verhält sich überwiegend wie die normalen IO-Socket-Module, hat noch ein paar Sachen mehr drin, das heißt, es hat halt ja, irgendwelche hilfreichen und sicheren Defaults drin und ja, es versucht halt normalen Zeugs, das normale Zeugs, was man so braucht, halt einfach zu machen und das schwierige Zeugs machbar zu machen. Die wesentlichen Unterschiede zu IO Socket in anderen IO Socket Modulen sind, dass wir halt noch hier Encryption und Authentication obendrauf haben. Das führt zu mehr Sicherheit, was schön ist. Das führt aber zu auch zu weniger Performance, was schlecht ist. Und das führt auch zu relativ komplexem initialen Setup und ja, auch durchaus Problem möglicherweise beim Abbau der Verbindung. Und auch ein Unterschied, den man nicht so sehr merkt, aber der manchmal auf die Füße fallen kann, ist, dass ja, das ist die kleinste Einheit bei SSL, das ist halt nicht das Byte, sondern es ist tatsächlich die SSL-Frame, die mehrere Bytes umfasst und das ist die Einheit, auf der halt verschlüsselt wird. Ja, warum überhaupt SSL? Ich denke mal, wenn man sich die Grafik anguckt, ist es relativ offensichtlich. Die Nutzung nimmt einfach zu, man kommt eigentlich nicht mehr raus ohne SSL heutzutage aus. Gut, ja, worum geht es in diesem Vortrag? Ich gehe mal kurz so auf die grundlegende Nutzung ein, dann komme ich zu etwas komplexeren Nutzungsszenarien, dann so speziell das Thema Authentication, Encryption, der ganze Bereich der Performance und dann, wie man relativ einfach mit IO Socket SSL Zertifikate erzeugen kann. Irgendwelche typischen Probleme, die es möglicherweise gibt, gehe ich kurz ein und ja, dann irgendwelches anderes Zeugs, noch so neuere Sachen, OpenSSL 1.1.1, TLS 1.3 und so weiter. Gut, fangen wir mal an mit den einfachsten Sachen. Ja, hier sehen wir ein einfaches Programm letztendlich. Ja, sieht ein bisschen aus, was man typischerweise so mit IO Socket 100 oder IO Socket IP macht. Man baut einfach eine Verbindung zu irgendeinem Server auf. Ja, man schickt irgendwas hin und dann kriegt man irgendwas zurück und fertig ist. Und ja, im Hintergrund wird aber eine ganze Menge anderes gemacht. Das heißt, es werden irgendwelche sicheren Ziffern da ausgehandelt, es wird darauf geachtet, dass ein sicheres SSL-Protokoll gefahren wird, die Zertifikate werden ordentlich überprüft, auch der Hostname wird ordentlich überprüft. Wenn die Gegenseite entsprechende Informationen zum Revocation von Zertifikaten mitschickt, dann werden die halt auch überprüft, also das sogenannte OCSP-Stapling. Und Server Name Indication wird auch gemacht, das heißt, es wird mitgeschickt, welchen Server man eigentlich erreichen will, für den Fall, dass auf dem Server halt mehrere verschiedene Domains halt unterwegs sind. Und ja, was man hier auch noch sieht, man hat hier das tolle Ausrufezeichen, das kennt man halt von normalen IO Socket IP, das sind halt so die Fehler, die man auf Kernel-Ebene, auf TCP-Ebene kriegt. Und man hat diese neue Variable $SSL-Error, da stecken halt die Probleme drin, die man irgendwie auf SSL-Ebene kriegen kann.
Auf der Serverseite sieht das eigentlich genauso einfach aus. Im Wesentlichen übergibt man hier noch ein Keyfile und ein Certificate. Die kann man theoretisch auch zusammenpacken, also man kann auch einfach SSL-Cert-File angeben und alles beides in dieses einen File reinpacken, das funktioniert genauso. Und ansonsten ist es ganz normal, dass das normale Accept und so, und im Hintergrund wird dann halt auch einiges dafür gesorgt, eben wieder mit den Ziffern, mit dem Protokoll. Es wird halt, die Diffie-Hellman-Parameter werden speziell gesetzt, damit das funktioniert, und zwar halbwegs sichere. Und für Elliptic Curve Key Exchange, da werden auch die notwendigen Parameter automatisch im Hintergrund aufgesetzt. Wenn man das so per Hand machen will mit NetSSL, dann ist das richtig viel Code. Okay, aber kommen wir mal zu den komplexeren Sachen. Ein typischer Fall, was man hat, wenn man einen Server schreibt, man hat irgendwie so einen Forking-Server, das heißt, man hat irgendwie einen Parent-Prozess, macht da drin einen Accept auf irgendeinen Socket und dann forkt man den Client ab und dann macht man halt im Parent letztendlich den Client zu, weil den braucht man dann nicht, und im Client macht man halt weiter. Und das funktioniert mit IOSocket-SSL halt nicht. So. Weil dieses Close, was hier steht, das macht halt ein bisschen mehr, als einfach nur den darunterliegenden Socket zu schließen, weil das macht halt ein Close auf SSL-Ebene, das heißt, da werden irgendwelche SSL-Shutdown-Alerts hin und her geschickt, und das führt dazu letztendlich, dass der Socket auf der Gegenseite letztendlich schon im Zustand ist, als er geschlossen ist, und wenn ich hier dann versuche, irgendwas mit dem Socket zu machen, dann funktioniert das einfach nicht mehr. Das heißt, was man hier eigentlich, und der zweite Punkt ist, dieses Accept, das macht halt nicht bloß ein Accept auf Kernel-Ebene, also ein Accept für den TCP-Socket, sondern das macht auch den ganzen SSL-Handshake mit rein. Und das kann richtig zu einem einfachen Denial of Service führen, weil wenn hier im Hintergrund mein TCP-Accept gemacht ist, dann warte ich jetzt eigentlich, dass die andere Seite irgendwie jetzt den TLS-Handshake beginnt und die entsprechende Message schickt. Und da warte ich halt ewig, wenn die andere Seite das einfach nicht tut. Der bessere Weg, eigentlich sowas zu tun, ist nicht einen SSL-Socket zu machen, sondern einen IOSocket-IP-Socket oder IOSocket-INET oder einen NetSIG-Socket aufzumachen. Da drin auf der TCP-Ebene das Accept zu machen und das Close zu machen und dann einfach diesen Socket im Child-Prozess halt abzugraden auf SSL, und dann hat man diese ganze blockierende Verhalten, hat man dann halt im Kind das stört das dann nicht, weil inzwischen kann halt der Parent-Prozess weitere Kinder entgegennehmen. An dieser Ecke muss man auch noch sagen, es gibt einen Unterschied bei IOSocket-SSL zwischen einem Undef und einem Close. Wenn man sich das klassische IOSocket-IP anguckt, ne, dann ist es ein Undef und ein Close ist mehr oder weniger das gleiche. Das beides sorgt dafür, dass der drunterliegende Socket geschlossen wird. Und das war's dann auch. Wenn ich hingegen auf der SSL-Ebene bin, dann habe ich mehr als den Socket zu schließen, sondern habe ich eben noch diese SSL-Shutdown-Nachrichten, die hin und her gehen. Und das wird halt nur gemacht, wenn ich hier das explizite Close aufrufe. Wenn ich das nicht tue, dann wird einfach nur der drunterliegende Socket geschlossen. Und das kann gewünscht sein, das kann aber auch zu Problemen gehen, es kann zu Problemen in der Gegenstelle geben, die sich darüber beschwert, dass der Socket einfach nur geschlossen wurde, kommen irgendwelche komischen Fehlermeldungen. Das kann aber auch, wenn wir später sehen, kann es Probleme geben, wenn man irgendwie Performance-Optimierung macht und Session Reuse. Man muss auch darauf achten, dieses Undef, das kann natürlich auch implizit irgendwo sein, das heißt, wenn ich hier so einen Block habe, aus dem Block rausgehe, dann wird dann automatisch der Socket zugemacht, eben nur auf TCP-Ebene und nicht auf SSL-Ebene. Ja, wenn man also den Unterschied zwischen Undef und Close gesehen hat, dann kann man eben diesen Forking-Server auch einfacher schreiben. Man kann irgendwie dieses IOSocket-SSL hier ganz normal haben, und dann macht man halt kein Close, sondern letztendlich den Socket einfach implizit zumachen, weil es wird halt bloß der drunterliegende TCP-Socket zugemacht. Ja, das geht halt halbwegs, das heißt, man kann mit dem Client arbeiten. Was man natürlich nicht gelöst hat, ist dieses Problem da oben in den Accept, dass das immer noch blockiert. Das heißt, die andere Möglichkeit, dass man halt den Socket erst im Client halt oder im Child-Prozess abgeredet auf SSL, ist eigentlich trotzdem bevorzugt. Okay. Hatte schon das Start-SSL eben schon drin gehabt, wenn man von einem Plain-Socket auf einen SSL-Socket kommt. Es gibt auch das Gegenteil davon, nämlich Stop-SSL, wie man von einem SSL-Socket wieder auf einen Plain-Socket zurückkommt. Wird man sich fragen, wozu braucht man das? Es gibt tatsächlich Fälle, wo das nötig ist, nämlich wenn man sich das FTP mit TLS anguckt.
FTP ist also ein komisches Protokoll, das hat eine Kontrollverbindung, das ist eine Datenverbindung und innerhalb der Kontrollverbindung wird halt ausgehandelt, auf welchen Ports die Datenverbindungen dann stattfinden. Und wenn man das Ganze über ein Firewall rüberkriegen will, über ein DOM, dann liest er letztendlich innerhalb der Verbindung mit und versucht diese Port-Anweisung bzw. diese Antworten auf die Passivanweisung halt rauszukriegen und mitzukriegen, welche Ports da halt letztendlich benutzt werden von den beiden Gegenstellen. Und wenn das natürlich verschlüsselt ist, dann geht das nicht. Das heißt, was man hier machen kann, ist letztendlich, man schickt am Anfang irgendwie das Aus-TLS-Kommando, gerät danach halt die Verbindung auf SSL ab, macht das ganze Nutzername Passwort-Zeugs dazwischen, dann schickt man halt sein CCC, also dass er die Verbindung wieder runtergerät und dann macht man hier das Stop-SSL letztendlich und dann hat man einen ganz normalen TCP-Socket wieder. Das Start-SSL selber braucht man öfter, also wenn man sich so Protokolle anguckt wie SMTP oder sowas, da macht man im Allgemeinen eine Plaintext-Verbindung vorne dran, schickt man irgendwann sein Start-TLS-Kommando und erst wenn das okay ist, kann man halt mit SSL weitermachen. Okay, ja, in der heutigen Zeit hat man es relativ oft, dass man auf einer IP-Adresse mehrere Domains liegen hat. Und IOSocket SSL unterstützt das auf eine recht einfache Weise. Das heißt, ich kann hier einfach bei Certfile bzw. bei Keyfile meine ganzen Domains angeben und einfach sagen, welches Zertifikat bzw. welchen Key ihr dazu benutzen hat. Und der Rest funktioniert halt im Hintergrund automatisch. Wie gesagt, ich kann SSL, Certfile und Keyfile eigentlich auch zusammennehmen, indem ich hier sowohl Cert und Key hier reinstecke. Und ja, an dieser Stelle reagiert es halt auf foo.example.com, hier auf bar und hier reagiert es schlichtweg auf alles andere. Und wenn ich hier einfach schlichtweg nichts hinschreibe, dann kriegt der Client hier einen Fehler einfach, dass ja, diese Domain, die er versucht anzusprechen, funktioniert da nicht. Also es ist nicht so ein schöner Fehler, es ist einfach irgendwie ein komischer Fehler auf SSL-Ebene, weil schöne Fehler kann man über SSL nicht übermitteln. Genau, also die Clients, die müssen halt dieses Server-Name-Indication können, aber das können eigentlich alle modernen Clients heutzutage und IOSocket SSL kann das natürlich auch, das wird implizit gesetzt, man kann es aber auch explizit über den SSL-Host und Parameter setzen, welchen Client man haben will, welche Domain man ansprechen will. Genau, dann gibt es noch manchmal so Fälle, dass man SSL und Plaintext auf dem gleichen Socket haben will, also man will, typischerweise hat man ja HTTPS auf Port 443 und HTTP auf Port 80, man kann aber auch ein Konstrukt fahren, was auf dem gleichen Port sowohl HTTPS wie auch HTTP macht, das funktioniert mit HTTP recht gut, weil bei HTTP fängt halt immer der Client an, irgendwas zu schicken und bei HTTPS oder bei TLS allgemein fängt halt auch immer der Client an, was zu schicken, das heißt, ich muss mir eigentlich bloß die ersten paar Bytes angucken, was ich hier mit einem Message Peak machen kann. Und dann gucke ich einfach, sieht das aus wie ein TLS-Handshake, also das ist so das, der typische Beginn von einem Client-Hello, ne? Also das ist hier TLS 1, nee, SSL 3 bis TLS 1.2 und das ist, TLS 1.3 fällt auch mit runter, aber das sieht aus wie TLS 1.2. genau, und dann kann ich einfach sagen, also wenn das so aussieht, die ersten paar Bytes, na, dann gehe ich halt auch von aus, das ist SSL und ansonsten mache ich halt irgendwie mit Plaintext weiter. Ja, Non-Blocking Sockets kennt man von normalen IP-Sockets, funktioniert halt mit SSL etwas anders, weil ich halt noch diesen ganzen SSL-Layer im User-Space halt mit drin habe. Ja, bei TCP kennt man es, man setzt den Socket auf Blocking und dann kann man einfach auf Non-Blocking und dann kann man einfach sagen, mit IO Select zum Beispiel, man wartet, bis irgendwie ich drauf lesen kann und dann lese ich halt. Bei SSL habe ich, wie gesagt, die kleinste Einheit ist nicht das Byte, sondern das ist die SSL-Frame. Das heißt, die Verschlüsselung findet immer für alle Bytes, die in der SSL-Frame zusammenstecken statt. Und wenn der Server zum Beispiel jetzt 10 Bytes schickt und der Client liest plus 5 Bytes, dann habe ich letztendlich die SSL-Frame von den 10 Bytes gelesen, habe die decrypted und habe die 5 Bytes, die ersten 5 Bytes, die da drin stehen, einfach der Client-Applikation zur Verfügung gestellt und der Rest ist irgendwie in der Client-Applikation immer noch drin in dem SSL-Layer. Und wenn ich jetzt einfach nur ein IOS-Relikt machen würde, um zu gucken, ob noch mehr Bytes sind,
dann würde ich die nicht sehen, die 5 Bytes, die da drin stecken, weil das IO Select guckt halt direkt auf den File-Descriptor und im File-Descriptor stecken die halt nicht. Also nicht im Socket-Buffer vom Kernel, sondern die stecken halt im SSL-Buffer vom User-Space. Das heißt, an der Stelle muss ich gucken, habe ich hier noch irgendwas drin, bei mir lokal, also mit Pending, oder ist es halt, kann ich vom Socket lesen, dann kann ich das tun, und wenn keins von beiden ist, ja, dann muss ich halt warten letztendlich. Und dieses Pending, diesen Check, den kann man auch damit umgehen, dass man einfach immer versucht, die maximale Größe von SSL-Frames zu lesen, weil letztendlich hinter dem Sysread, da steckt das SSL-Read, und das SSL-Read in OpenSSL ist halt so implementiert, dass das maximal eine Frame liest. Das heißt, auch wenn ich dem sage, ich will jetzt 500 Bytes haben, wenn in der Frame bis 25 Bytes drin stecken, dann liefert er mir die 25 Bytes zurück. Und das kann ich ausnutzen, indem ich sage, ich lese halt immer irgendwelche 16K, weil größer kann der SSL-Frame nicht werden. Und wenn ich das immer mache, dann brauche ich mich um dieses Pending-Zeug hier nicht zu kümmern. Ja, ein Connect bei Non-Blocking-Sockets sieht halt so aus, dass ich, also bei normalen TCP-Sockets, sieht halt so aus, dass ich einfach nur schaue, also ich fange halt an mit dem Connect hier, guck, ob der Fehler in Progress war, den ich kriege, das heißt, die Connection läuft halt, und dann warte ich einfach, dass ich auf den Socket schreiben kann, mit IO Select, und ja, wenn es erfolgreich war, dann kann ich einfach mit GetSockOpt checken, ob das auf dem Socket irgendein Fehler war, und wenn es keinen Fehler gab, naja, dann ist halt die Connection erfolgreich gewesen. Mit IO Socket SSL brauche ich halt zum einen den TCP-Handshake erstmal fertig machen, was eben hier gemacht ist. Dann drüber brauche ich aber auch noch den SSL-Handshake. Und der ist halt ein bisschen komplexer, weil im SSL-Handshake fließen Daten in beide Richtungen mehrfach. Und das heißt, hier muss ich sowas anfangen. Ich muss erstmal diesen TCP-Connect machen, der hier drinnen irgendwie steckt. Und dann muss ich sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Start-SSL. Ich sage ihm, der soll den Handshake erstmal nicht starten. Wenn ich das nicht sage, dann würde er versuchen, hier drinnen den kompletten Handshake zu machen, und dann wäre das blockierend, und das ist genau, was ich nicht haben will. Sondern ich fange halt selber an, letztendlich, mit dem Handshake. Das heißt, ich rufe am Anfang mal Connect SSL auf, und ja, wenn das schon erfolgreich ist, dann ist super, dann kann ich hier rausgehen, dann war es okay. Wenn ich aber auf jeden Fall den Fehler kriege, dass ich eigentlich was lesen will, na gut, dann warte ich halt, dass ich was lesen kann. Und wenn ich einen Fehler kriege, dass ich was schreiben will, na gut, dann warte ich, dass ich schreiben kann. Und ansonsten habe ich irgendeinen anderen Fehler auf SSL-Ebene gekriegt, zum Beispiel Zertifikatsfehler oder sowas, da kann ich dann nicht weitermachen. Ja, und solange ich ein Want-Read oder Want-Write kriege, dann warte ich halt, dass die entsprechende Bedingung da ist. Und dann versuche ich einfach das Connect SSL nochmal, und der sagt mir dann, oh, bin ich jetzt fertig? Oder muss ich noch mehr Daten lesen, oder muss ich noch mehr Daten schreiben? Das heißt, es rufe ich einfach immer wieder hintereinander auf, solange bis er entweder mit einem Fehler aussteigt oder oder erfolgreich ist. Bei Accept ist es ähnlich. Auf TCP-Ebene kann ich ganz einfach hier mein gucken, ob ich am Socket lesen kann. Und wenn ich am Socket lesen kann, dann kann ich auch mein Accept Non-Blocking machen. Dann wird es im Allgemeinen erfolgreich sein, es sei denn, die andere Seite hat schon irgendwie zugemacht. Wo ich darauf achten sollte, dass mein Client dann auch wieder gleich auf Non-Blocking gesetzt wird. Ja. Ja. Ja, mit dem Forking habe ich kein Problem. Ich bin global halt in diesem Child. Das hat ja nichts mit dem Server zu tun mehr. Ja. Also die Struktur von SSL-Error ist praktisch genauso wie Dollar Ausrufezeichen. Ist auch eine globale Variable. Genau. Und ja, dann habe ich den Accept auf TCP-Ebene gemacht. Und mit der SSL-Seite sieht es mehr oder weniger genauso aus. Das heißt, ich mache hier meinen Start SSL, sage natürlich jetzt, dass ich ein Server bin, gebe ganz normal meinen Start-Handshake von 0 ran, und dann ist es, ja, eigentlich exakt der gleiche Code, den ich einfach rüber kopiert habe. Man sieht sogar, dass ich habe sogar hier noch das Connect aus Versehen drin, das sollte eigentlich SSL Accept Field heißen. Aber wie der Ablauf hier ist, mehr oder weniger, ist bis auf diesen Unterschied, dass ich hier Accept SSL und nicht Connect SSL aufrufe, ist genau das gleiche wie bei einem Non-Blocking Connect.
Gut, wenn ich jetzt das IO-Socket in irgendwelche eigenen Sachen einbinde, da gibt es so ein paar Designprobleme. Also es ist, gibt so ein paar Core-Module wie NetSMTP, NetFTP oder sowas. Die benutzen nicht einfach Sockets, sondern die leiten praktisch, die sind selber irgendwie ein Socket. Also die leiten direkt von IO-Socket einer ab. Und das gibt halt Probleme vom Design, weil ein IO-Socket-Inet kann halt kein SSL direkt sprechen. Und ein IO-Socket-Inet kann auch kein IPv6 direkt sprechen. Das heißt, der Workaround, den ich da vor ein paar Jahren gemacht habe mit diesen Inet6-Glue und SSL-Glue-Modulen, ist mehr oder weniger das NetSMTP und NetFTP und sowas Monkey-Patchen. Das ist zu ersetzen halt mit einem anderen Modul, was halt sowohl TCP wie auch SSL sprechen kann und IPv6 sprechen kann. Und diese Art von Workaround, die ist jetzt nicht mehr nötig. Das heißt, so die aktuellen Versionen von NetSMTP, die haben das mit drinne bereits, allerdings auf eine ähnliche Weise letztendlich. Das grundlegende Design hat sich nicht geändert, nur dass sie halt jetzt nicht mehr direkt von IO-Socket-Inet ableiten, sondern werden sie irgendwo das SSL-Modul finden, dann leiten sie halt von dem ab, und wenn sie es nicht finden, aber dafür das IO-Socket-IP-Module finden, dann leiten sie von dem ab. Also es ist noch immer irgendwie, es ist ein schlechtes Design halt, nicht besser gemacht, weil man halt das grundlegende Design nicht ändern konnte letztendlich. Also wenn man irgendwie eigene Sachen macht, am besten nicht von IO-Socket irgendwie ableiten, sondern IO-Socket einfach nur benutzen drin irgendwie als, ja, als Member. Und dann gibt es noch ein paar Module, die sind einfach unkooperativ. Das heißt, die benutzen irgendwie tief unten IO-Socket SSL und lassen aber den Nutzer selber an die ganzen SSL-Options nicht ran, weil sie der Meinung sind, das ist nicht nötig oder sie wissen es besser. Und in der Vergangenheit gab es auch immer mal ein paar Module, die ja, die dachten halt, sie wussten es besser und haben da irgendwelche SSL-Version gesetzt oder sowas fixed gesetzt und dem Nutzer keine Möglichkeit gegeben, das zu überschreiben. Das heißt, dann waren Module, die man halt, die immer bloß TLS 1.0 sprechen konnten, was war zu der Zeit, wo die halt entwickelt wurden, das modernste. Und die wurden seitdem nie wieder gepflegt und man konnte denen halt nicht beibringen, dass sie jetzt die TLS 1.2 benutzen sollen oder sowas oder einfach mal die Defaults von IO-Socket SSL. Und für diese Sachen gibt es halt irgendwie so ein Arc-Filter-Hack. Das heißt, das ist irgendwie tief drin in IO-Socket SSL, bevor er dann tatsächlich irgendwie sein SSL-Handshake macht, wird nochmal diese Funktion aufrufen, die man hier irgendwie übergibt. Dann werden halt die ganzen Parameter nochmal überschrieben mit irgendwas, was sinnvoll ist. Beziehungsweise, also entweder mit eigenen Sachen oder man kann auch einfach hier sagen, use defaults. Das heißt, das, was normalerweise mit IO-Socket SSL kommt. Ja, also hier sind ein paar Module, bei denen man das braucht, auch Mojo. Also sehr muschelisches Mark, aber das lässt dann halt auch nicht an die Interne irgendwie ran von SSL. Also der beste Weg an den Stellen ist eigentlich, alle Argumente, die irgendwie mit SSL underscore beginnen, einfach zu IO-Socket SSL durchzureichen. Und keine eigenen zu setzen möglichst. Okay, Authentication Encryption. Ja, man hat immer das Problem, wenn man irgendwelche selbst signierten Zertifikate hat oder irgendwelche Webseiten hat, die halt nicht ganz korrekt die Zertifikatskonfiguration haben. Die typische Empfehlung ist an dieser Stelle, ach, schalt doch einfach die Validierung von Zertifikaten aus. Und das ist eine furchtbar schlechte Idee, weil das heißt letztendlich, ich akzeptiere sämtliche Zertifikate. Der einfache Weg, den man mit IO-Socket SSL machen kann, einfach sagen, hey, akzeptiere nur Zertifikate mit folgendem Fingerprint. Und dann kann man den Fingerprint sowohl gegen das Zertifikat machen, wie auch gegen den Public Key, der im Zertifikat drin steckt. Und man kann auch mehrere angeben, damit man halt im Laufe der Zeit auf der Gegenseite auch mal die Zertifikate austauschen kann. Also es ist letztendlich Zertifikat-Pinning, was man hier drin hat. Und seit kurzem kann man auch einfach, wenn man mit OpenSSL S-Client rangeht, oder in OpenSSL X5.9, da gibt einem diese Form von Fingerprint, kann man auch die einfach nehmen und dann weiß dann schon automatisch, wie das zu verstehen ist. Genau. Eine andere Empfehlung, die es dann öfter gibt, ist nicht die Zertifizierung, die Validierung auszuschalten, sondern einfach zu sagen, tu doch dieses Zertifikat von der Gegenseite, tu das einfach bei dir in die Trust Store rein. Und das funktioniert halt im Allgemeinen nicht, weil OpenSSL erwartet, dass im Trust Store einfach CA-Zertifikate sind und es erwartet, dass ja, die Zertifikate so sind, dass man tatsächlich bis zum Root-Zertifikat das runterverfolgen kann.
Das war zumindest in der Vergangenheit so. Seit OpenSSL 1.1.0 gibt es halt eine entsprechende Option, das auszuschalten, und dann kann man halt auch normale Zertifikate da reintun oder halt auch Zwischenzertifikate reintun, einfach nur. Und das wird seit einer Woche etwa auch von iOSOCKET SSL transparent unterstützt. Das heißt, wenn man diese OpenSSL-Version hat und dieses NetSSLi hat und diese iOSOCKET SSL-Version hat oder beziehungsweise auch mit LibreSSL hier mit einem 1.86, was noch nicht released ist, dann kann man hier einfach das Zertifikat als SSL-CA-File angeben. Aber vorher funktioniert es nicht. Okay, Mutual Authentication ist, wenn der, also normalerweise hat man bei SSL, validiert man die Serverzertifikate und der Server schickt halt ein Zertifikat, damit der Client sicherstellen kann, dass er tatsächlich mit dem erwarteten Server spricht und nicht mit irgendwelchen Man in the Middle. SSL kann man aber auch Client-Zertifikate haben, damit der Server halt auch feststellen kann, dass er tatsächlich mit dem erwarteten Client spricht, beziehungsweise aus dem Zertifikat auch Informationen über den Client halt rauslutschen kann. Das geht relativ einfach, das heißt, man übergibt hier einfach im Client auch einen Zertfall, einen Keyfile, kann man auch hier an dieser Stelle zusammenfassen und ja, ist eigentlich wie auf der Serverseite. Auf der Serverseite sieht das so aus, dass man die Benutzung von Client-Zertifikaten explizit anschalten muss. Das heißt, wenn man hier dieses Verify Peer setzt, erst dann schickt er überhaupt den entsprechenden Request an den Client, dass der bitte sein Zertifikat schicken soll. Und nur wenn man dieses SSL Verify Fail if no Peer Thread setzt, nur dann erzwingt der Server tatsächlich auch Client-Zertifikate. Andernfalls würde er auch akzeptieren, wenn der Client kein Zertifikat schickt. Und dieses SSL-CA-File hier, CA for Client-Cert, das wird letztendlich benutzt, um die Client-Zertifikate zu überprüfen. Das heißt, sind die entsprechend in der Trust-Chain drin. Wird aber auch benutzt, um dem Client zu übermitteln, welche CAs werden dann überhaupt akzeptiert. Diese Information wird zum Beispiel von Browsern ausgewertet, wenn die jetzt irgendwie 5 verschiedene Client-Zertifikate drin haben, welches jetzt den Nutzer fragen, welches halt übermittelt werden soll. Normalerweise beschränkt sich halt die Überprüfung auf des Client-Zertifikats darauf, was, ob das von der entsprechenden Trusted Certificate Authority unterschrieben ist, nämlich eine, die hier drin steckt, weil mehr ist eigentlich nicht definiert für Client-Zertifikate, was man da zu machen hat. Typischerweise will man noch ein bisschen mehr haben, man will zum Beispiel halt das Subject von dem Client-Zertifikat überprüfen, ob das irgendwelche bestimmten Bedingungen hat, oder man will das Subject von dem Client-Zertifikat einfach nur benutzen, um jetzt den Nutzernamen rauszufieseln oder sowas. Das kann man hier mit dem, sollte SSL Verify Callback heißen, Entschuldigung. Das ist falsch. So ist es richtig. Also hier SSL Verify Callback. Das heißt, diese Funktion ruft er auf, wenn er das Zertifikat überprüft, übergibt ihm praktisch das Ergebnis seiner eigenen Überprüfung mit, also in OK steht drin, ob das halt entsprechend im Trustsor, halt vom Trustsor halt überprüft werden kann, und übergibt ihm hier auch dieses Zertifikat mit, und aus dem Zertifikat kann man dann mit anderen Funktionen, die iOSOCKET SSL halt zur Verfügung stellt, kann man es halt in Hash umwandeln und kann dann halt auf die einzelnen Sachen zugreifen und die Informationen rausziehen und überprüfen. Und da gibt man entsprechend einfach ein 0 zurück, wenn da ein Fehler war, oder man, ansonsten gibt man halt das normale Resultat der Verifizierung dabei. Und man braucht auch das, bloß das Leaf Cert, also das obere Zertifikat zu checken, nicht die ganze Chain. Das heißt, man guckt hier auf die Devs letztendlich, und wenn die Devs gleich 0 ist, dann ist es das oberste Zertifikat. Ja, Zertifikate können auch revoked werden, das heißt, die Certificate Authority kann entscheiden, dass dieses Zertifikat zurückgezogen wird, weil zum Beispiel der Private Key kompromittiert ist. Das ist ein Prozess, der nicht gut in der Praxis funktioniert. Es gibt letztendlich 2 Möglichkeiten dazu. Das eine sind Certificate Revocation Lists. Die müssen irgendwie lokal vorhanden sein, und dann kann er auch dagegen checken, wenn man ihm das explizit sagt. Wie die da hinkommen, keine Ahnung. Andere Variante ist OCSP, Online Certificate Status Protocol.
Da wird halt spezifisch der OCSP-Server halt von der Certificate Authority angefragt, ob dieses Zertifikat dann noch gültig ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, diese extra Abfrage zu vermeiden. Das heißt, der Server kann einfach schon so eine OCSP-Antwort halt mitschicken. Das ist dieses OCSP-Stabling. Wenn der Server das tut, dann wird die auch verifiziert automatisch. Braucht man nichts zu tun bei AeroSocket SSL. Wenn der Server das hingegen nicht tut, dann müsste man jetzt explizit so ein OCSP-Lookup machen. Der wird dann nicht automatisch gemacht, weil ja, das ist nochmal ein extra Request und da ist nicht klar, mit welcher HTTP-Infrastruktur man da eigentlich drin ist, also ob man jetzt einen Proxy benutzen muss oder irgendwas. Das heißt, oder ob man das irgendwie asynchron machen will oder irgendwie. Das heißt, AeroSocket stellt die entsprechende Funktionalität zur Verfügung, dass man es das machen kann. Aber macht das an dieser Stelle nicht. Man kann dann explizit sagen, gib mir so ein OCSP-Resolver-Objekt. Das wird dann halt mit den nötigen Informationen gefüllt. Und dann gibt es halt eine einfache Implementierung, die auf HTTP Tiny beruht, die einfach sagt, Resolve Blocking. Und dann dauert das halt eine Weile, dann fragt er halt die entsprechenden Server an, gib mir mal die OCSP-Antwort. Und man kann aber auch dieses OCSP-Resolver-Objekt benutzen, um jetzt irgendwie so ein Non-Blocking-OCSP-Lookup zu machen. Das heißt, dann sagt er einfach, hier, jetzt frag mal die URI an. Okay, dann tut man das mit Resultat da rein. Okay, dann sagt er, und jetzt fragt noch die URI an, dann tut man das Resultat da rein. Und irgendwann sagt er, jupp, jetzt habe ich aber alle Informationen zusammen, die ich brauche, und dann gibt er ihm das Ergebnis. Und den OCSP-Mode kann man auf verschiedene Weisen machen. Das heißt Full Chain oder Fail Hard. Full Chain heißt, dass er nicht bloß das oberste Zertifikat checkt, sondern tatsächlich die ganze Zertifikatskette runtercheckt. Und Fail Hard heißt, dass er, wenn er keine Antwort kriegt, dann, dass er tatsächlich sagt, ob keine Antwort heißt, das Zertifikat, ja, mach mal lieber die Verbindung zu. Das machen Browser hier nicht. Also Browser machen überhaupt keinen OCSP-Check heutzutage mehr. Also die machen irgendwie andere Mechanismen, die nicht wirklich toll funktionieren. Also diese ganze Replication-Ecke ist einfach nur kaputt. Okay, Ciphers. Oh, wie Zeit haben wir ja? Okay, mal sehen. Ciphers definieren letztendlich eine Kombination von Methoden, die ich brauche, um irgendwie Authentication zu machen. Also welche Art von Zertifikaten benutze ich hier? Oder mache ich PSK Authentication, also Pre-Shared Key? Dann habe ich solche Sachen wie Key Exchange drin, dann habe ich eher Payload Encryption drin, das heißt, welche symmetrische Algorithmus wird benutzt, Authentication, das heißt, welche MAC wird benutzt, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht modifiziert wurde. AeroSocket SSL hat da ein Set, was halt Sinn macht, irgendwie als automatisch mit drin, basiert auf der Client-Seite, auf dem, was die Browser machen, und auf der Server-Seite, auf dem, was Mozilla empfiehlt. Man kann das Ganze überschreiben mit Cipherlist. Wie man das macht, einfach mal Ciphers angucken, da ist der entsprechende Syntax dokumentiert. In TLS 1.3 ist das Ganze ganz anders. Da stecken nämlich in den Ciphers nicht mal die Authentication der Key Exchange drin. Es gibt in TLS 1.3 nur noch einen Key Exchange, braucht man irgendwie nicht reinzupacken. Und die Authentication funktioniert auch ein bisschen anders. Payload Encryption ist im Allgemeinen das gleiche, außer dass bestimmte halt Sachen rausgefallen sind, also so 3DES und sowas haben wir nicht mehr. Und da das Ganze halt unter TLS 1.3 halt etwas anderes funktioniert, ist da auch das entsprechende API dafür anders in OpenSSL. Leider gibt es noch keinen richtigen Support dafür in AeroSocket SSL. Das heißt, AeroSocket SSL lässt einfach mal die TLS 1.3 Sachen so wie sind jetzt, und im Moment gibt es auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern. Aber muss ich sagen, im Moment gibt es auch keine Notwendigkeit, das zu ändern, weil im Moment sind die noch alle sicher, diese Ziffern. Warten wir mal 10 Jahren ab. Okay, Performance. Die hauptsächlichen Performance-Probleme bei SSL habe ich halt die Latency, weil ich habe halt diese zusätzlichen Roundtrips, die bei Handshakes nötig sind. Beim normalen TLS 1.0, TLS 1.2 habe ich halt 2 Roundtrips, bei TLS 1.3 habe ich nur noch einen Roundtrip, beziehungsweise eventuell, wenn ich Session Reuse mache, nur noch 0 Roundtrips, wobei letzteres halt von AeroSocket SSL nicht unterstützt wird. Dann habe ich Probleme mit der Bandbreite, dass ich sinnlos irgendwelche Sachen übertrage, die man irgendwie kompakter ausdrücken könnte. Ja, dann habe ich den Key Exchange, der tatsächlich CPU-mäßig Kosten verursacht, und dann habe ich die Verschlüsselung, die CPU-seitig jetzt nicht wirklich die Probleme bereitet, solange sie entsprechend von der Hardware supported wird oder solange man einen Algorithmen benutzt, der halt relativ schnell in Software ist.
Okay, die hauptsächliche Möglichkeit für Performance-Optimierung bei SSL ist halt sogenannte Session Reuse. Das heißt, wenn ich mich mehrfach mit dem gleichen Server verbinde, dann sollte ich halt möglichst nicht jedes Mal eine neue TLS-Verbindung aufbauen mit dem kompletten Handshake, mit den kompletten Zertifikaten übertragen werden. Ich sollte möglichst einfach die Informationen von der letzten Session benutzen. Das geht ganz einfach in iOSSocket SSL. Das heißt, ich baue mir einen Kontext auf, sage hier den entsprechenden Session Cache von der Größe und dann sage ich einfach nur in meinen ganzen iOSSocket SSL Objekten, die ich benutze, hey, benutze doch mal diesen Kontext, den ich eh schon erstellt habe, und dann nutzt er automatisch den gemeinsamen Cache da drin. Mehr ist da nicht zu tun auf der Client-Seite. Das kann man auch checken, das Ganze. Das heißt, ich kann hier mit GetSessionReuse kann ich einfach rauskriegen, ob es ist, und ist auch wieder cool, muss ich mal den Code hier noch fixen. Also, das sollte natürlich auch eine 0 sein, oder 0. Aber auf jeden Fall, was hier passiert ist letztendlich, in dem ersten habe ich natürlich kein Session Reuse drin, weil da habe ich keine Session, die ich reusen kann an der Stelle. Im zweiten benutzt er halt dann tatsächlich die Session, die ich hier oben erstellt habe. Okay, es kann allerdings Probleme geben, wenn ich meine Session, mein iOSSocket SSL irgendwie auf eine unangenehme Weise schließe, weil dann ist die Session, die ich eigentlich reusen könnte, ist nicht mehr wirklich reusbar. Das heißt, wenn ich das ordentlich zumache mit Close, dann geht das. Wenn ich es einfach mit Undef zumache, nur auf TCP-Ebene schließe und nicht mit SSL Shutdown, dann funktioniert das nicht. Das heißt, in diesem Fall habe ich hier Reuse gleich 0 in dem zweiten und in diesem Fall habe ich Reuse gleich 1. Also da ist halt dieses Undef versus Close Problem wieder. Genau, manchmal kann es sein, dass ich eine Session reusen will über verschiedene Server hinweg oder über verschiedene IP-Port-Adressen. Das ist zum Beispiel bei FTP der Fall. FTPS verlangt halt optional, dass man zur Sicherheit die gleiche SSL-Session benutzt für die Kontrollverbindung wie auch für die Datenverbindung. Und einige FTP-Server enforcen das halt auch und brechen die Verbindung ab, wenn es nicht gemacht wird. Und das dann normalerweise einfach der Key, den ich zum Cachen benutze, hier aus dieser IP-Adresse halt rausgezogen wird. Kann ich hier aber einen expliziten Key angeben, das heißt, dass er unabhängig davon von der Port-Number ist, ich benutze immer den gleichen Session-Key und damit geht das dann auch, dass ich tatsächlich übergreifend über verschiedene Endpunkte die gleiche Session benutzen kann. Auf der Serverseite kann ich eigentlich auch recht einfach Session-Reuse machen. Ich muss einfach bloß auch eben hier im Server sagen, benutze immer den gleichen Kontext. Und dann passt das eigentlich schon, solange ich halt nur einen einfachen Server habe. Es gibt letztendlich bei TLS gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Sessions aussehen können. Es gibt das ältere Verfahren, das sind die Session-IDs, und es gibt das neuere Verfahren, das sind die Session-Tickets. Bei den Session-ID merkt sich letztendlich der Server alles, was er braucht über die Session, also was für ein Key verwendet wurde und so weiter und so fort. Und bei den Session-Tickets hat der Server nur ein Secret letztendlich, verschlüsselt alle Informationen mit diesem Secret, sendet das an den Client, der Client sendet das irgendwann zurück, der Server kann das dann wieder entschlüsseln, kann das überprüfen und dann kann er halt mit diesen Informationen weiterarbeiten. Das kennt man irgendwie auch so auf der HTTP-Ebene mit Cookies, wo ich entweder halt nur einen Random-Cookie habe und die Information halt serverseitig hinterlegt wird, oder wo ich halt irgendwie einen verschlüsselten und signierten Cookie habe und der Client halt mir die nötigen Informationen wieder schickt. Und wenn ich diese Session-Tickets habe, dann kann ich eben auch Einfluss auf diesen Key haben letztendlich. Ich kann so ein Ticket-Key-Callback anlegen. Und wenn ich halt den gleichen Key auf mehreren Servern habe, dann kann ich auch damit serverübergreifendes Session-Reuse haben. Also typischerweise, ich habe irgendwie einen Load-Balancer und 10 verschiedene Server dahinter. Und die Server sharen einfach den gleichen Key, dann funktioniert das halt damit. Es gibt auch noch Möglichkeiten, also man sollte auch von Zeit zu Zeit diesen Key halt rotieren. Und da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, das transparent zu machen. Sollte man einfach mal gucken, ist in iOSSocket SSL Manpage dokumentiert eigentlich, wie das geht. Und kleiner Punkt noch, wenn ich irgendwie Client Authentication habe, dann muss ich hier zusätzlich noch so einen Session-ID-Kontext mitschicken. Auf der Serverseite, weil ansonsten die Sachen halt nicht wirklich, die Session-Tickets halt nicht passen mehr.
Genau. Mit TLS 1.3 sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil bis TLS 1.2 habe ich letztendlich die Session-Tickets und die beziehungsweise die Session-IDs innerhalb des TLS-Handshakes mitgeschickt. Mit TLS 1.3 ist das alles außerhalb des TLS-Handshakes, das wird irgendwann später geschickt. Das heißt, die einfachste Möglichkeit ist halt, das zu machen, indem ich halt den Handshake hier mache letztendlich und dann lese ich irgendwelche Daten. In TLS 1.2 habe ich an dieser Stelle bereits die Session, weil die ist im Handshake drin gewesen. In TLS 1.3 habe ich erst die Session, nachdem ich hier ein bisschen was zusätzlich noch gelesen habe. Macht es ein bisschen komplizierter. Aber macht halt iOS-Socket-SL eigentlich relativ transparent heutzutage, braucht man sich um diese ganzen Sessions nicht zu kümmern. Zumindest seit einer Woche. Und auch nur mit einer NetSSL-Version, die noch nicht released ist. Okay, ich kann, ja, ein anderes Bandbreitenproblem sind die Zertifikate. Ich habe früher irgendwelche RSA 1024 gehabt, jetzt habe ich irgendwie RSA 2048 oder RSA 4096. Dann habe ich nicht nur das DIF-Zertifikat, was geschickt wird, sondern auch die ganze Zertifikatskette. Je nachdem, wo das Zertifikat aufgehängt ist, kann die richtig lang sein. Und dann kann ich möglicherweise richtig dicke Dinger mitschicken müssen. Mit Elliptic-Curve-Zertifikaten ist das alles deutlich kürzer. Und es wäre natürlich schön, wenn ich die stattdessen benutze. Und es gibt in modernen Nginx-Varianten und in neueren OpenSSL-Versionen halt auch die Möglichkeit, dass man sowohl RSA-Zertifikate wie auch ECC-Zertifikate haben kann und dass je nachdem, was der Client halt sagt, was er an Ziffern unterstützt, das eine oder das andere genommen wird. Und seit ein paar Tagen ist das auch in iOS-Socket-SSL drin. Das heißt, wenn ich hier entsprechende neuere Versionen habe, dann kann ich ähnlich wie mit den verschiedenen Hostnamen, kann ich hier einfach angeben, verschiedene Zertifikate für den gleichen Hostnamen. Dann macht er dann transparent den Rest. Wie ich sagte, bei SSL ist die kleinste Einheit eine Frame, die geschickt wird. Diese Frame wird letztendlich, die alle Bytes in dieser Frame werden verschlüsselt und dann kommt hinten noch die HMAC dran, also die, um das zu schützen vor Modifikationen. Und das heißt, wenn ich hier in TCP einfach zwei Writes hintereinander mache, dann geht es normalerweise durch den Kernel durch und der Kernel packt das Ganze in ein TCP-Paket und das sind gerade mal irgendwie 6 Bytes, die zusammen verschickt werden. Wenn ich das auf der SSL-Ebene mache, dann resultieren die beiden Sachen in 2 verschiedenen SSL-Frames. Jede dieser SSL-Frames hat dann nochmal 32 Byte HMAC hinten dran, hat noch einen kleinen Präfix vorne dran. Das heißt, deutlich mehr Overhead. Da ist es besser, einfach diese Sachen zusammenzufassen zu einem Write auf der Dingsseite, auf der User-Space-Seite und dann geht's. So, ich bin hier ziemlich knapp in der Zeit, ich renne hier mal weiter durch. Key Exchange habe ich letztendlich RSA, Diffie-Hellman und Elliptic Curve Diffie-Hellman. RSA gibt es mit TLS 1.3 nicht mehr und RSA sollte man auch sonst nicht mehr benutzen, weil der keine Forward-Secrecy bietet. Das heißt, wenn jemand den Private Key vom Server irgendwann hat, dann kann er alle mitgesnifften Daten halt entschlüsseln. ECDH ist es ein bisschen teurer als RSA, aber das ist akzeptabel. Inzwischen Diffie-Hellman sollte man nicht benutzen, ist es richtig teuer. iOS-Socket-SSL sorgt dafür, dass die richtigen Ziffern in der richtigen Reihenfolge drin sind und auch entsprechend passend benutzt werden. Braucht man sich nicht darum zu kümmern. Bei symmetrischen Algorithmen, ja, kommt es auch drauf an. AES sollte man benutzen, wenn man einen entsprechenden Hardware-Support drin hat. CHA-CHA20 sollte man benutzen, wenn man das nicht hat. Wenn man jetzt irgendwelche Clients unterstützen will, die diesen Hardware-Support für CHA-CHA20 nicht drin haben, dann ist es möglicherweise sinnvoll zu sagen, hey, die den Hardware-Support für AES nicht drin haben, dann ist es gut zu sagen, hey, man akzeptiert, was die Clients an Ziffern haben wollen, die Reihenfolge. Standardmäßig ist halt so, dass iOS-Socket-SSL beharrt auf seiner eigenen Zifferreihenfolge und wenn man das hier, kann man entsprechend abschalten und dann würde er halt die Reihenfolge nehmen, wie sie halt in den Clients drin ist. Das heißt, irgendwelche Clients, die bevorzugen irgendwelche CHA-CHA20, die kriegen das halt auch und irgendwelche Clients, die bevorzugen AES, die kriegen das halt auch. Ja, Zertifikatserstellung sieht im Allgemeinen so aus, dass man irgendwie lauter OpenSSL-Zeilen schreiben muss und wenn man die alle geschrieben hat und verstanden hat, dann hat man immer noch nichts Gescheites rausbekommen, weil diese ganzen Sachen existieren, keine Subject-Alternativität, es ist in X509 Version 1, versus X509 Version 3, sind keine Key-Usage-Informationen drin und wie generiert man überhaupt ECC-Zertifikate damit, kann man deutlich einfacher machen. Das generiert ein RootCA-Zertifikat, das schreibt es in den File. Das generiert ein Client-Zertifikat mit Subject Alternatives mit drin, für eine IP-Adresse, für einen DNS-Namen,
mit dem ECC-Key drin, mit einem entsprechenden Key-Usage, mit einem entsprechenden Expiration-Data und man geht, das kann ich auch noch angeben, kann es aber auch sein lassen, weil hier überall sind sinnvolle Defaults halt drin. Genau, dieses IOSocket-Utils, SSL-Utils braucht man dazu, das gibt diverse Funktionalitäten, die man ganz praktisch nutzen kann, zum Beispiel, indem man dynamisch irgendwelche Zertifikate generiert, die man für Man-in-the-Middle-Sachen braucht. Das heißt, ich habe irgendwie meine CA, die sollte ich irgendwie für mal vorher erstellen, aber hier mache ich es mal in dieser Zeile einfach nur. So, dann greife ich auf irgendeinen Server zu, dann ziehe ich mir das Zertifikat von diesem Server zu, wandle das um in den Hash, schmeiße alle Extensions raus, die irgendwie eher nicht taugen, also so Subject Alternatives und nimmt das lässt aber tatsächlich drin, das ist nochmal anders. Ja, und dann sage ich, aufgrund dieses Hashes erstelle ich jetzt ein neues Zertifikat mit dem neuen Issue und das war es dann eigentlich. Und dann, das ist alles, was ich für Man in the Middle brauche letztendlich. Und das Ganze ist auch noch in diesem IOSocket SSL Intercept drin, das macht noch ein bisschen mehr. Lässt noch ein paar mehr Extensions drin und das hat auch ein Caching von Zertifikaten, dass die nicht ständig neu erzeugt werden müssen und auch einen persistenten Cache und so weiter. Okay, gleich durch. Typische Probleme, die man heute hat, 3DES ist oft in neueren OpenSSL-Versionen disabled, das heißt, man versucht auf irgendwelche kaputten Server oder älteren Server zuzugreifen, das geht einfach nicht mehr. Kann man leider nichts anderes machen, als eigene OpenSSL-Bibliothek zu benutzen und das da drinnen zu enablen oder eine ältere zu benutzen. Auch Server brauchen TLS 1.2 oft heutzutage, geben sich nicht mehr mit TLS 1.0 zufrieden, also gerade so PayPal und solche Sachen. Ist im Allgemeinen kein Problem, wenn man aktuell OpenSSL-Version benutzt, aber gerade so ältere macOS-Versionen, die haben halt immer mit einem OpenSSL 0.9.8 geschippt, was einfach mal uralt ist und was kein TLS 1.2 kann. Ja, Missing Chain Zertifikat ist eigentlich immer wieder ein Problem. Ja, also entweder findet man raus, wie die fehlenden Zertifikate sind, die der Server halt nicht mitschickt, oder man nutzt einfach SSL Fingerprint und hat sich's damit. Aber Workaround für diesen Server. Wenn man irgendwelche Probleme hat, wo man nicht weiß, woran sie liegen, einfach am besten das Programm mit IOSocket SSL und die Debug aufrufen. Und wenn dann das nicht weiterhilft, auf Stack Overflow fragen, da hänge ich viel rum. Aber bitte angeben, die Version von NetSSL, die benutzt die Version von OpenSSL und die Version von IOSocket SSL, damit das klar ist. Ja, und ansonsten gibt es einen Vortrag von mir vor vier Jahren, wo ich mehr so Probleme mit SSL und wie man die debuggen kann. Genau, TLS 1.3 hat ein paar nette Sachen drin, hat einen kürzeren Handshake, hat optional diesen 0RTT-Handshake, den wir nicht unterstützen, hat verbesserte Sicherheit drin, hat nicht dieses Encrypted SNI drin, was viele Leute annehmen, das kommt irgendwann demnächst. Braucht aber NetSSL 1.86, das gibt es noch nicht. NetSSL 1.85 wird überhaupt gar nicht, da laufen die Tests gar nicht erst durch gegen das OpenSSL 1.1.1. Und ja, dann gibt es halt noch diverse Änderungen in TLS 1.3 und OpenSSL 1.1.1. Das heißt, diese Session Reuse ist komplett anders. Ist aber transparent mit IOSocket SSL. Protokollversion Selection ist auch total anders, ist auch transparent. Cipher Selection ist anders. Und in OpenSSL haben sie auch mal wieder irgendwelche Änderungen gemacht, dass irgendwelche Tests kaputt laufen. Aber das wird halt auch entsprechend dann von IOSocket SSL und NetSSL abgefangen. IPv6 benutzt IOSocket SSL, benutzt standardmäßig IPv6, da es ein paar Server gibt, die ein kaputtes IPv6-Setup haben, also die behaupten zwar eine IPv6-Adresse zu haben, aber das SSL haben sie bloß bei IPv4 installiert. Kann man halt entsprechend entweder direkt angeben, dass man nur die IPv4 oder man kann es generell halt ausschalten. Oder man kann es halt auch temporär jetzt für dieses eine Programm ausschalten. Das war's. Ich glaube nicht, dass wir noch Zeit für Fragen haben, oder? Ja. Okay. Ja. Speziell bei den Clients mit einer schlechteren Ausstattung unterstützen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber kann man statt stumpf zu sagen, ich akzeptiere die Prioritäten des Clients, nicht vielleicht lieber, ich sag mal, eine Liste von Algorithmen angeben, wo man eine Prioritätsänderung akzeptieren würde? Also die Frage war letztendlich, also es gibt ja letztendlich zwei Optionen. Man kann sagen, man hat hier die serverseitige Liste oder man akzeptiert die Liste vom Client. Und die Frage ist, gibt es irgendwas dazwischen, dass man sagt, für bestimmte Sachen würde man die Client-Sachen akzeptieren, für bestimmte Sachen nicht. Da gibt es kein API dafür. Ich weiß nicht, ob
Da gibt's weder ein API in NetSSL und da gibt es kein API in NetSSL, weil da gibt es auch kein API in OpenSSL dafür. Ja, gut, dann so schön. Ja. Alle geschockt? Okay. Gut. Dann herzlichen Dank.